Hi! Wir sind heute in einem der sonnigsten Skigebiete Österreichs unterwegs. Das denkt man erstmal gar nicht, wenn man den Namen des Skigebiets hört. Wir sind nämlich hier im Nassfeld. Aber ihr seht doch schon, wir haben Traumwetter, blauen Himmel und Sonnenschein. Viel Spaß jetzt! Das macht Spaß, hier runter zu düsen, vor allem weil die Piste so breit ist. Ganz schön windig hier oben, aber man hat auch einen richtig guten Blick. Bevor es jetzt gleich auf die Piste geht, zeige ich euch erstmal das Highlight des Hotels, nämlich den Skypool. Da will ich nachher auf jeden Fall noch reinspringen, denn von dort hinten hat man einen richtig schönen Blick ins Skigebiet. Hinter der Kamera ist natürlich wie immer Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Warst du schon mal im Nassfeld zum Skifahren? Noch nicht, bin sehr gespannt. Ich war hier auch noch nicht, deswegen verschaffen wir uns jetzt erstmal einen Überblick an dem riesigen Pistenplan. Passt dazu, dass es Kärntens größtes Skigebiet ist. Insgesamt 110 Pistenkilometer gibt es hier und darunter auch einige Special-Abfahrten. Zum Beispiel hier oben eine Speedstrecke. Da liegt The Snake, das ist eine Fun-Slope und hier ist der Snowpark. Gibt also viel zu entdecken, deswegen geht es jetzt direkt rauf mit dem Millennium Express. Über diese Piste geht es gleich nach unten. Das ist eine lange Auffahrt hier hoch. Über zwei Mittelstationen geht es hinweg. Und dabei fährt man schon richtig schön mit einem Panoramablick nach oben. Und das ist ja jetzt hier oben auch richtig gut zu sehen. Schaut mal, wie schroff die Bergwelt da rundherum aussieht und was wir heute für ein Kaiserwetter erwischt haben. Also, ab auf die Ski! Wart ihr schon mal in Nassfeld zum Skifahren? Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Habt ihr vielleicht auch eine Lieblingspiste? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare. Wir steigen jetzt ein paar Meter zu Fuß auf zur Skyblade-Aussicht. Aber man hat auch einen richtig guten Blick. Man sieht auch sehr schön, wo wir heute Morgen gestartet sind. Da hinten ist nämlich die Bergstation zu sehen. Dann ging es da über die Pisten runter und hier auf der Seite wieder rauf. Und man sieht hier auch ein paar spannende Berge. Zum Beispiel, wer ganz markant ins Auge sticht, ist da dieser Felsige. Das ist der Trogkofel. Und dort in diese Richtung geht es Richtung Hohe Tauern. Da ist sogar der große Venediger zu sehen. Weiter geht's! Das macht Spaß, hier runter zu düsen, vor allem weil die Piste so breit ist und weil wir die ganze Zeit auf dieses Panorama zufahren. Das ist ein bisschen so, als würde man hier mitten durchs Dorf durchpassen. Man muss aber bedenken, dass das Dorf ja eigentlich auf dem Berg liegt. Also es ist gar nicht im Tal, sondern hier sind einfach Hotels im Skigebiet. Ein wahres Skifahrerhotel mit diesem riesigen Ski da an der Fassade. Schaut cool aus. Und ab wieder nach oben. Man sagt, dass es im Nassfeld durchschnittlich 100 Stunden Sonne mehr gibt als in den Nordalpen. Und passend dazu werden die Sonnenstunden hier gezählt. Da nämlich oberhalb der Sonnenuhr steht, dass es diesen Winter schon 479 Sonnenstunden und 54 Sonnenminuten gab. Wir
halten uns jetzt links, um zur Speed-Fotostrecke zu kommen, weil viel mehr schneller ist. Herausforderung angenommen. Da wird schon motivierende Musik gespielt. Da müssen wir jetzt unseren Skipass scannen und dann schauen wir mal, wie schnell wir da runterdüsen. Los! Juhu! Juhu! Ja, das klingt doch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Mal sehen, ob Marlene das toppen kann. Da kommt sie angesaust. Yes! Und? Keine Ahnung, wo steht denn die Geschwindigkeit? Ach da, 61 km/h. Wie schnell warst du? 54. Hast gewonnen, Glückwunsch. Dankeschön. Man muss aber dazu sagen, wir haben unsere Bretter schon lange nicht mehr gewachsen, gell? Ich habe jetzt auch echt ein bisschen Hunger. Ich freue mich jetzt auf was zu essen. Hallo, wir sind hier in Plattners Einkehr eingekehrt und das ist ein Slow Food Restaurant. Das bedeutet aber, dass die ganzen Speisen, die es hier gibt, direkt aus der Region kommen. Zum Beispiel gibt es Bretteljause, Käseplatte, verschiedene Suppen, Kärntner Nudeln, damit liebäugle ich ein bisschen, aber auch sowas wie Kröstel, natürlich Almburger. Ja. Ganz viel Auswahl. Was nimmst du? Die Nudeln. Es war ja einfach. Dankeschön. Sieht das gut aus? Dankeschön. Ich habe mich doch für den Almkäse entschieden. Guten Appetit. Zeit. Das Essen war richtig gut und hat auf jeden Fall auch neue Kraft gegeben. Und die brauchen wir jetzt vor allem, weil jetzt wartet die längste Abfahrt des Skigebiets auf uns. Und zwar die Talabfahrt. Über 7 Kilometer zieht sich diese Abfahrt bis nach Tröpolach hinab und dabei gilt es insgesamt knapp 1200 Höhenmeter zu überwinden. Bisher ist es aber noch nicht so sonderlich steil, sondern es lädt eher so zum Cruisen ein und geht hier gerade ganz gemütlich durch den Wald hindurch. Und für uns geht es jetzt zurück ins Hotel und da könnt ihr dann endlich die Skipässe gewinnen. Ich lasse den Tag jetzt ganz entspannt im Hotel ausklingen. Für euch wird es nun allerdings ernst. Wir kommen nämlich zur Gewinnspielfrage. Und zwar möchte ich von euch wissen, in welchem österreichischen Bundesland liegt denn das Skigebiet Nassfeld? Das sollte für die, die aufgepasst haben, jetzt nicht allzu schwierig sein. Aber umso besser, so könnt ihr alle direkt in den Lostopf hüpfen. Und zwar, indem ihr unten in der Beschreibung mal guckt, da haben wir euch einen Instagram-Beitrag verlinkt. Und da müsst ihr die richtige Antwort kommentieren. Viel Glück! Und jetzt freue ich mich über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo und wenn ihr weitere Skigebietserkundungen sehen möchtet, schaut gerne mal hier vorbei. Ciao, ciao!